Hauptschulmania 2011, ein Musikprojekt der Hauptschule Gerersdorf, fand auf der großen Showbühne in der Schule einen begeisternden Abschluss. Die 10 besten Schülerinnen und Schüler traten zum vielbejubelten Finale an. I could try you with a waltz, I could try you rock'n'roll, I could try you with a blues, if a song would do, I could sing it high. Eine Gewinnerin, einen Gewinner gibt's. Und wenn sie auf die Bühne kommt, dann sind wir alle abgemeldet, weil die Bühnenpräsenz war so unfassbar großartig. Und es ist die Anna Thüring auf Platz 1. Wie geht's dir denn mit dem ersten Preis? Na, urgut. Ich freue mich so sehr. Damit hätte ich nie gerechnet. Ich hätte gedacht, ich wäre jetzt Vierter oder so. Ja, einfach super. Es waren 10 Finalisten auf der Bühne, aber eine hat gewonnen. Wir haben uns sehr gefreut. Es ist immer schön, wenn man ein Kind aussucht, die diese Lebensfreude hat, das Singen zu lieben, die Bühne, auch man nennt das Bühnensau, aber diese Liebe für die Bühne zu haben, das ist immer sehr einfach, sagen wir, für uns als Jury. Obwohl ich muss gestehen, dass viele von den anderen Kindern eine wunderschöne Stimme gehabt hatten. War es schwierig, die Entscheidung zu treffen? Sehr schwierig. Die 10 Schülerinnen und Schüler waren so gut vorbereitet und waren so individuell unterschiedlich in ihrer Performance, dass es uns nicht leicht gefallen ist. Aber es war eine großartige Leistung von allen und eigentlich haben alle gewonnen heute. Singen gehört zu den Kulturtechniken bei uns und wenn junge Menschen vom Singen begeistert sind, dann gehört das gefördert und durch so einen Wettbewerb wird das gefördert. Interessant ist, dass immer mehr Mädchen teilnehmen als Burschen. Die Mädchen trauen sich mehr, auf die Bühne zu gehen und zu singen, auch Solo zu singen, aber auch der eine oder andere Bursche ist dabei. Es ist schade, dass da nur 3 gewinnen können oder dass es nur 3 Sieger gibt, aber gewonnen haben heute hier alle. Das war eine derartig starke Auftritte, alle 10. Man sieht den Mut, man sieht, wie sie wachsen im Selbstbewusstsein, im Selbstwertgefühl und das ist das Tolle. Mit dem Ergebnis zufrieden? Absolut. Wobei ich sagen muss, dass alle 10 Kinder großartig waren. Sie haben ja zugehört, also die haben wirklich alle eine tolle Leistung auf der Bühne gebracht und ich war sehr glücklich, weil jedem alles so gut gelungen ist. Aber unsere Anna, die ist schon ein ganz besonderes Mädchen und die hat Musik im Blut und die hat Rhythmus im Blut, also verdient gewonnen. Jetzt weiß ich, dass ich Sängerin werden will. Was ist denn dein Vorbild? Eigentlich der Robbie Williams, die Katy Perry und die Marit Larsen, von der ich dieses Lied gesungen habe.